Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser Einheit virtuelles Torwarttraining. Heute wieder mit einem Überblick über ein Gelenk, welches wir alle kennen und vor allem im Torwarttraining sehr stark belastet wird. Dazu gleich der Disclaimer vorneweg. Ich bin kein Arzt, das heißt, ich kann keine Diagnose stellen, noch kann ich fachlich korrekt das Ganze wiedergeben. Es ist also eher laienhaft und erhebt keinerlei Anspruch auf fachliche Korrektheit. Es wird daher laienhaft beschrieben, diese Struktur, um euch einen Überblick zu geben. Habt ihr eine Verletzung? Habt ihr Schmerzen? Bitte geht sofort zum Arzt, lasst eine saubere Diagnose durch einen Fachmann stellen und entsprechend das Ganze euch besser erklären, als ich das hier in der Kürze kann. Wie gesagt, es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit noch auf fachliche Korrektheit. Trotzdem wollen wir uns dieses Gelenk einmal ein wenig näher ansehen. Das tun wir dann auch gleich, indem wir uns hier mal ein wenig mit der Sache näher vertraut machen. Wir haben also hier zunächst einmal den Knochen des Schlüsselbeins. Dann haben wir hier den Oberarmhals mit dem entsprechenden Oberarmknochen. Dann haben wir den Rabenschnabelfortsatz und entsprechend hier den großen Knochen des Schulterblatts. Ja, das Ganze bildet jetzt hier unser komplexes Schultergelenk. Das Schultergelenk ist kein richtiges Kugelgelenk, denn unser Oberarm sitzt hier mit seinem entsprechenden Gelenkkopf nicht in einer richtigen Gelenkpfanne, sondern in zwei Gelenkpfannenteilen, die durch eine entsprechende Bandstruktur in einem sauberen Abstand gehalten wird, sodass unser Oberarmknochen sauber beweglich ist, aber auch mit Bewegungseinschränkungen zu kämpfen hat. Wir können nämlich unseren Oberarm nicht neben unserem Körper vollständig drehen. Das können wir gerne mal ausprobieren. Das funktioniert nicht. Nach hinten hört das ungefähr in einem Winkel von, sagen wir mal, so 30, 40 Grad. Wenn der Arm hängt, hört das auf und geht nicht weiter nach oben, weil wir uns nach hinten verdrehen. Dafür ist unser Schultergelenk auch nicht gedacht, sondern wir können demzufolge die Arme am besten vor dem Körper bewegen, weswegen Armkreisen vor dem Körper ausgeführt wird, weil das da funktioniert. Wer Armkreise neben dem Körper versucht, hat die ganze Biomechanik nicht richtig verstanden, denn sie funktioniert nicht, denn wir müssen dazu unseren Arm nämlich erst verdrehen, seitlich hochklappen und können dann wieder weiterdrehen, während ein freies Drehen nur vor dem Körper, vor der Brust möglich ist. Wer es mal ausprobieren möchte, kann es im Stehen gerne mal probieren. Das ist einfach so. Darauf basieren übrigens viele Hebelgesetze asiatischer Kampfsportarten, weil das Schultergelenk hier an bestimmten Punkten einfach sich nicht weiter bewegen lässt. Bekannt ist übrigens bei den Schulterverletzungen natürlich logischerweise die Clavicula oder das Schlüsselbein hier dann in der Fraktur. Das bedeutet hier an diesen Stellen hier hauptsächlich, wenn man da mit dem Fahrrad blöde stürzt oder hier ein entsprechender Gegenstand drauf fällt, dann kann das Schlüsselbein brechen, sodass hier das Gelenk nicht mehr sauber gestützt werden kann. Es kommt zu Problemen. Die Knochen stehen dann aus der Haut vor, da sieht man dann auch am Körper entsprechend, es kommt zu einem Versatz der Knochen zueinander und das ist natürlich dann nicht schön, sieht auch furchtbar aus, wenn man das durch die Haut sieht, weil da ist meistens keine Muskulatur richtig drumherum, sondern eher nur eine dünnere Hautschicht. Es kommt halt zu wirklich Schmerzen und auch zu zum Teil starken Einblutungen hier. Meistens wird das Ganze dann durch einen entsprechenden Tapeverband fixiert und man muss mehrere Wochen lang mit leichten Schmerzen oder dergleichen warten, dass das wieder verheilt ist. Oder aber es gibt Möglichkeiten des operativen Eingriffs, wo dann das Schlüsselbein mit mehreren Methoden wieder miteinander verbunden wird, fixiert wird und damit besser verheilen kann, was natürlich dann wieder bedeutet, dass es nach einer Zeit dann auch wieder geöffnet werden muss, um diese Stützelemente zu entfernen. Ja, Brüche des Oberarms sind meistens hier im oberen Bereich nicht zu bemerken, meistens eher dann tiefer. Das ist sehr selten, genauso wie selten auch das Schulterblatt an sich bricht. Der Rabenschnabelfortsatz selbst bricht auch relativ selten. Das ist sowas, was auch nicht besonders häufig auftritt. Wo wir allerdings Probleme haben, das ist, wenn das Akromion hier oben das Schulterdach geprellt wird. Wenn wir darauf fallen, kommt es zu einer Prellung der Struktur. Das tut furchtbar weh, folgt meistens mit einem starken Schwellung, einem Bluterguss, also einem starken Hämatom hier an der Stelle mit Verfärbung und starken Schmerzen. Meistens ist nichts passiert, sondern es kommt dann dabei nur halt zur Bewegungseinschränkung durch die Schwellung und Reizung hier dieser knöchernen Struktur. Sehr, sehr unangenehm. Deswegen hier nur angeführt Prellung. Viel, viel stärker allerdings sind dann hier, wenn es zu
Rissen kommt der Bandstruktur. Da gibt es dann zunächst einmal die ganz typischen Risse hier, diese bandhaften hier am Oberarm selbst, die dann hier ganz gerne mal einreißen, die den Oberarm, also den Oberarmkopf hier zum Schultergelenk entsprechend halten. Wenn diese einreißen, dann kommt es meistens zu starken Schmerzen, Schwellungen, als auch vielleicht zum Teil Ergüssen und natürlich Bewegungseinschränkungen hier in diesem Bereich. Das findet ein Arzt relativ schnell heraus, entsprechend durch Fühlen oder aber auch dann im MRT, wo diese Bänder dann dargestellt werden. Eine der typischsten Verletzungen, die wir als Torwart jedoch bemerken, ist dann natürlich hier diese Rotatorenmanschette, die haben wir schon angesprochen, aber hier diese Bänder, die hier Schlüsselbein und Rabenschnabelfortsatz miteinander verbinden, genauso wie hier oben das Schulterdach hier durch dieses Bandstück dann zum Schlüsselbein gehalten wird. Denn das hier ist das sogenannte Schultereckgelenk. Wir kennen das Schultereckgelenk mit dem Begriff Schultereckgelenksprengung. Viele Menschen denken, es ist ein Bruch. Es ist kein Bruch der knöchernen Struktur, sondern es sind Bänderrisse. Denn diese Bänder, die wir hier ja sehen, halten ja unser Schulterdach, das Schlüsselbein und den Rabenschnabelfortsatz zum entsprechenden Oberarm beweglich und auch in gesicherten Abständen. Diese sind daher wichtig für die freie Bewegung unseres Oberarms. Gibt es hier jetzt Rupturen der Bandstrukturen, also Risse, Einrisse, Reizungen, Dehnungen, dann ist natürlich die Bewegung unseres Oberarms in seiner Gelenkpfanne gestört oder mit Schmerzen. Ja, nicht nur oder, sondern und mit Schmerzen verbunden. Das bedeutet, wir haben hier Probleme. Man kann sich das schon mal vorstellen, wenn hier dieses Band hier reißt, dann steht das Schulterdach nicht mehr sicher, so wie es war, sondern es wird durch dieses Band gehalten und dann durch dieses Band, was hier natürlich diese beiden Bänder dann stark überreizt. Und das führt natürlich zu starken Schmerzen, weil das Schulterdach in diese Richtung wegstreben möchte, also nach oben weggedrückt wird durch unseren Arm, der hier ja natürlich Druck ausübt. Es kommt zur sogenannten Klaviertaste. Sprich, hier tritt dann, je nachdem, welche Bänder reizen, tritt das Schlüsselbein mit dem Schulterdach mehr oder minder hier nach oben vor und der Arzt kann auch durch Drücken auf diese knöcherne Struktur das Ganze nach unten drücken und bekommt halt hier das sogenannte Klaviertastensyndrom, womit er jetzt hier bestimmen kann, welche dieser Bänder wahrscheinlich gerissen sind. Das gibt es eine Einteilung. Die häufigste Einteilung ist Tossi bzw. dann hier Rockwell. Das bedeutet allerdings, dass hier dann auch andere Positionen des Schlüsselbeins und des Schulterdachs zueinander beschrieben werden. Das ist wichtig für Ärzte. Für euch ist nur wichtig zu wissen, dass wenn das Schultereckgelenk gesprengt ist, ist meistens der Knochen davon nicht betroffen, sondern es sind diese Bänder hier. Diese sind betroffen. Das heißt, diese sind in ihrer Struktur nicht mehr gegeben und damit natürlich das Schultereckgelenk nicht mehr stabil. Es folgt also zu Bewegungseinschränkungen mit sehr, sehr starken Schmerzen, zum Teil extrem starken Schmerzen, je nachdem, wie stark das Ganze verletzt ist. Man kann sich das also jetzt mal vorstellen, wenn dieses Band hier reißt, dieses Band reißt und nach dieses Band in Mitleidenschaft gezogen ist, dann steht das Schlüsselbein hier relativ weit hoch und auch das Schulterdach kommt hier hoch, sodass wir hier ein deutliches Klaviertastensymptom haben und natürlich damit auch eine Instabilität in diesem kompletten Gelenkbereich. Das merkt man nicht nur, sondern das ist auch etwas bei bestimmten Bewegungen, wo einfach das Ganze nicht mehr sauber ausgeführt werden kann. Es klemmt einfach und tut damit natürlich, weil der Oberarm Kopf nicht mehr sauber in der Gelenkpfanne geführt wird, extrem weh. Es tut einfach extrem weh. Daher sollte man Schultereckgelenksprengung bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern auch hier bitte ausheilen lassen. Wenn ihr einen guten Physio habt, könnt ihr das sogar ein bisschen abtapen lassen, um ganz einfach hier diese Sache besser ausheilen zu lassen. Schultereckgelenksprengungen treten hauptsächlich auf, wenn ihr falsch fallt. Insbesondere dann, wenn der Oberarm nicht wie hier nach unten hängt, sondern hier hängt und natürlich hier jetzt in das Schultereckgelenk beim Aufprall hineingedrückt wird. Gerade das Fallen auf den Ellenbogen mit leicht abgestrecktem Oberarm führt zu extremen Stoßbelastungen hier in die Gelenkpfanne hinein, kann damit diese
zwei Hälften der Gelenkpfanne auseinandertreiben und damit eine Schulter-Eckgelenksprengung hervorrufen. Ebenso starke Stöße, Schläge oder dergleichen, die beim Fallen auftreten können, vor allem hier von vorne auf den entsprechenden Oberarm drauf, der dann auch wieder hier entsprechend entgegen dieser Bänder damit mit einer sehr, sehr starken Kraft einwirkt und damit natürlich diese Bänder überlastet und zu Rupturen führt. Daher an der Stelle gewöhnt euch eine saubere Falltechnik an. Sie ist hier essentiell wichtig. Ja, mehr gibt es zum Schultergelenk hier so erstmal nicht zu sagen. Das ist genauso kurz wie das Fußgelenk. Ein Mediziner könnte hier sicherlich noch ein wenig mehr ausführen. Für uns soll es das erstmal gewesen sein. Nochmals wichtig, der Rat, Pech. Pech bedeutet Pause, Eis, Kompression und Hochlegen. Habt ihr eine Verletzung an der Stelle, habt ihr Schmerzen, habt ihr eine Schwellung, egal wie, sofort Pech. Pause, sofort aufhören mit dem Sport, Pause einhalten, bis das Ganze sich wieder beruhigt hat. Eis auflegen, wenn eine Schwellung da ist, kühlt das Ganze. Es hilft euch, es lindert die ersten Schmerzen, sorgt dafür, dass die Blutungen und auch Hämatombildungen bei weitem nicht so stark ist. Kompression, das bedeutet, lasst euch von einem Physio das Ganze vielleicht ein wenig verbinden und fixieren, um ganz einfach ein wenig Druck auf die Verletzungsstelle auszuüben, damit Einblutungen gedämpft werden. Lagert das Ganze hoch. Das bedeutet bei einer Schulter logischerweise, ihr sollt euch nicht mit dem Kopf nach unten hinlegen, sondern eher aufrecht bleiben, damit hier die Flüssigkeiten sich nicht einstauen können. Schultergelenksverletzungen führen sehr, sehr oft sogar zu ausnahmslos starken Schockzuständen. Das bedeutet, jemand, der darauf fällt, bekommt durch den Schmerzreiz, der jetzt hier ausgelöst wird, einen Schockzustand. Der ist zwar nicht ernsthaft verletzt, aber der Schock ist eine ernsthafte Lage. Lagert diesen Menschen also demzufolge ruhig, sorgt dafür, dass der ruhig bleibt und unternehmt etwas gegen den Schock. Der Schock nach solchen Verletzungen, die so starke Schmerzen hervorrufen wie eine Schulter-Eckgelenkssprengung bei stärkerer Ausprägung, ist ganz einfach extrem wichtig. Denkt daran, ein Schock ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Das bedeutet, so ein Kerl, der klappt euch weg, wird bewusstlos und aus einer Bewusstlosigkeit, wisst ihr selber, kommt es sofort zugegebenenfalls Atemstillständen und aus dem Atemstillstand wird ein Herzstillstand. Ihr könnt da machen, was ihr wollt. Denkt daran, verhindert mit dem Schock sofort, dass der Kerl euch wegklappt. Haltet den wach, haltet den bei euch, denn wie gesagt, das ist nicht lebensbedrohlich, aber der Schock, den er durch den Schmerzreiz bekommen kann, ist lebensbedrohlich. Daher beruhigt den Kerl, lasst den zur Ruhe kommen, bringt den aus dem Schockzustand wieder ein bisschen raus. Und wenn der da aus diesem Schockzustand raus ist, dann sind diese Schmerzen da auch durch die Ruhelage dann entsprechend erträglich. Und der Kerl kommt auch damit dann locker zum Arzt. Und der Arzt wird das Ganze dann meistens ein bisschen kühlen. Dann in der Regel wird das Ganze mit Tape über einen Physio ein wenig fixiert. Und von da aus kann der Heilungsprozess über die nächsten Wochen und Tage dann vonstatten gehen. Aber denkt daran, wichtig, Pech. Pause, Eis, Kompression, Hochlegen, das Wichtigste im Sport und das Allerwichtigste ist die Pause. Wenn ihr eine Verletzung im Schulterbereich habt, bitte steigt nicht zu früh ein. Und für alle Leute, die irgendwas mit Kraft- oder Fitnessstudio machen, denkt daran, hier sind jede Menge Muskulaturen drumherum, gerade auf der Rückseite, nämlich die Schultermuskulatur auf der Rückseite sowie die Brustmuskulatur auf der Vorderseite. Vernachlässigt das nicht. Die meisten Leute haben zwar eine stabile Brust, aber was hier oben rum die Schultermuskulatur hier oben rum hält, das ist meistens extrem mangelhaft ausgeprägt, weil das sieht man auf den ganzen Bildern meistens nicht, das sieht nicht gut aus und deswegen wird es sehr, sehr spät oder gar nicht trainiert und das begünstigt im Sport, gerade beim Fußball, diese Sachen. Denkt dann daran, trainiert euren Körper richtig, trainiert diese Muskelgruppen um das gesamte Schultergelenk. Es geht nicht ums Aussehen, diese Struktur hier muss stabilisiert werden, muss besser erhalten werden und muss natürlich auch entsprechend verstärkt werden und das geht durch die Muskulatur. Das soll es jetzt gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder bei einer weiteren Einheit auf dem Platz zum virtuellen Torwarttraining. Das soll es erstmal gewesen sein zu dieser Gelenkstruktur der Schulter und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein.